Hi Leute, es ist wieder soweit. Wieder etwas verspätet, aber macht nichts. Neue Box ist da. Und ja, ich bin gespannt. Wollen wir sie mal öffnen? Schauen, wo sie herkommt. Ich sehe es schon. Ja, wir hatten schon mal eine Box aus diesem Land. Aus Japan. Aber das Booklet sieht anders aus und die Karte natürlich auch. Kurzer Überblick über die Süßigkeiten in der Box. Hatte ich auch noch nicht, so wie es aussieht. Dann fangen wir mal an. Da lächelt einen an. Ein Hello Kitty. Ja, hier steht es auf Japanisch drauf. Hier auf Deutsch. Auch optisch ist es nicht zuzuordnen. Hier ist das mit Hello Kitty. Ich denke mal, das ist das. So, Hello Kitty Candy. Jeder liebt sie. Hello Kitties bringen uns ihre zauberhaften Fruchtbonbons nach Hause. Da bin ich gespannt. Probieren wir es mal. Oh je. Also es sind ziemlich viele, so eine kleinen Teile drin. Alles einzeln verpackt. Oje. Ein Bonbon. Ist wie saurer Apfel. Also nicht wirklich süß, sondern ist wirklich sehr sauer. Schmeckt ganz gut. Jetzt werde ich nur dieses Bonbon nicht bis zum Ende lutschen, weil dann lutsche ich hier eine halbe Stunde vor der Kamera. Das snack ich nachher weiter. So. Das nächste. Das nächste, ja. Ach, da unten. Pokémonsters Cookies. Saftige Schokoladenkekse mit Schokostückchen gefüllt. Vielleicht schaffst du es sogar damit, Pokémons anzulocken und einzufangen. Naja. Schauen wir mal. Eine kleine Info, mit dem Geknosche ist jetzt diese Katze, die Lotte, wieder wach geworden. Geht schon gleich wieder los hier. Auch wieder sämtliche Teilchen so klein eingepackt. Und da ist sie wieder, die Lotte. Brauner Keks. Nicht gefüllt, beziehungsweise nur eine ganz feine Schokoladenschicht. Sehr, sehr lecker. Beschreiben wie von hier irgendwas kann es nicht. Auch wieder nicht sehr süß. Einfach sehr lecker schokoladig. Und das nächste. Achso, erst mal zeigen. So. Das sind Dragon Potato Kokushio Ai. Manche werden es sagen, Gesundheit, danke. Kartoffelchips mit dem intensiven Geschmack von Seitan und Huhn. Ganz besonders wild macht sie außerdem ihre drachenartige Spiralform. Seitan. Naja, warum nicht? Und das schmeckt lecker. Ist hier zu vergleichen
Hier mit den Bombeers von der Konsistenz und aber auch vom Geschmack her. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt Seetang wäre. Ne? Ich würde sagen eher die Pombeer, bloß in so einer Form. So. Dann geht es zum nächsten. Sag du, es war Japan, was wir schon mal hatten, aber komplett anders gefüllt. Bloß mit meinem Booklet haut es hier nicht so ganz hin. Ja, ich muss jetzt mal reingucken, weil hier ist eins mit einer Mickey Maus abgebildet. Ich nehme mal an, das ist das auch. Alle Disney-Fans aufgepasst. Diese knusprigen Kekse mit cremiger Erdbeerfüllung sind mit deinem Lieblingen bedruckt. Okay. Mit meinen Lieblingen bedruckt. Naja, wahrscheinlich nicht. So, Fritz Meinecke, Robert Mark Lehmann, das ist, glaube ich, eher weniger. Na, gucken wir mal. Ja, ist noch rosa Füllung drin, ne? Schmeckt übelst geil. Auch wieder nicht so süß. Wie soll ich den Geschmack beschreiben? Naja, hier kann man das so vergleichen wie mit diesem Himbeer- oder Erdbeermilchpulver. Ja, ist sehr, sehr lecker. Und weiter geht's mit dieser Packung. Bandai Chocobi Chocolate Aghi. Knusprige sternförmige Schokoladenkekse. In jeder Box befindet sich einer von 25 tollen Aufklebern aus den japanischen Anime Crayon Shin-Chan. Schau schnell nach, welcher sich in deiner Box versteckt hat. Okay. Also, so eine Tüte. Und hier ist wahrscheinlich das Sticker. Da wollen wir mal reinschauen. Aber einfach so auf geht's nicht, ne? Braucht für alles eine Schere. Grüne Neune. Leute. Der Sticker. Sehr schön. Da gucken wir mal, was es da an Leckereien dazu gibt. Auch süß. Sowas findet man hier in Cornflakes-Packungen. So Schokoladenzeug, was man mit Milch macht. Aber richtig lecker. So, kommen wir mal zum Getränk. Red Bull. Aber nicht so wie wir es kennen, sondern Red Bull Kaffee. Gold Brew meets Red Bull. Das braucht man mehr. Was braucht man mehr, um den Tag anzuheizen? Ey, jetzt bin ich gespannt. Ab und zu trinke ich ja mal einen Energy Drink. Kaffee täglich, aber beides zusammen. Oh, das riecht total geil. Boah, ist das süß. Ja. Also ganz intensiver Kaffee mit Milchgeschmack und extrem viel Zucker drin. Also es schmeckt sehr karamellig. Von Energy-Geschmack ist nichts zu merken. Also ich beschreibe es jetzt mal so. Extrem süßer, kalter Kaffee mit Kohlensäure. Boah,
Naja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber sehr, sehr cool, mal so einen Geschmack zu erleben. Ja, aber ich muss es nicht nochmal haben. Also selber kaufen würde ich nicht. Weiter geht's. Hier ist eine Melone drauf. Suica Gummi. Feine Fruchtgummis in Form von kleinen Wassermelonen. Leicht sauer und mit zartem Biss verwöhnen sie uns mit ihrem unverwechselbaren Wassermelonengeschmack. Also hier in der Box ist einiges drin, Leute. Ah ja, cool. Es stinkt wie Kleber. Schmeckt richtig gut. Wirklich wie Wassermelone. Vom Sauren merke ich gar nicht. Süß, auch sehr dezent, dadurch sehr lecker. Also das ist super. So, das nächste Produkt. Sehr klein. Frusigi Dore, Doramon Gam. Gam ist Kaugummi wahrscheinlich. Mysteriöse Kaugummis von Doraemon und seinen Freunden. Die Geschmacksrichtungen grüner Apfel, Traube, Joghurt und Soda warten darauf, vernascht zu werden. Ich habe zu doll geschüttelt. Es ist ja witzig. Ich muss das mal so halten. Es sind vier solche Kaugummis drin. Jetzt sind es nur noch drei. Beiß noch ein Stück ab. Also ganz leicht dezenter Geschmack nach Apfel. Ja. Ansonsten relativ geschmacklos. Ist wirklich Kaugummi. Weg. Das letzte Teil aus dem aus der Box heute. Crispy Choco. Super leckere Cornflakes-Snack mit Milchschokolade überzogen. Praktisch in 8 Scheiben geschnitten, kann er direkt vernascht werden. Naja. Also dafür, dass wir Japan schon mal hatten, ist echt nicht ein Ding doppelt drin zu anderen. Zur ersten Japan-Box hier. Ich mit euch geöffnet habe. Ja, ist das niedlich. Also an Cornflakes erinnert mich das gar nicht, sondern eher an Knusperflocken. Nur ein Ticken süßer. Aber richtig geil, richtig lecker. Mega. So, das war die Box von August. Etwas verspätet, macht aber nichts. Wer noch kein Abo dagelassen hat, abonniert den Kanal. Es gibt noch ein paar Boxen. In Zukunft liked, kommentiert. Ihr könnt auch teilen, es mit euren Freunden teilen. Und ich sage dann bis zur nächsten Box. Ciao.